Am 28. Februar fand ein Arbeitgeber-Speed-Dating für geflüchtete Menschen im Festsaal in Beutenhagen statt. 7 Unternehmen aus der Region stellten sich vor und warben für ihr Unternehmen, beispielsweise der DRK-Kreisverband Nordwestmecklenburg oder Arla Foods Deutschland GmbH. Zudem waren die Bereiche Tourismus und Pflege vertreten. Für Mecklenburg-Vorpommern eine Chance, um qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Die große Herausforderung ist ja in der jetzigen Zeit, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht nur untergebracht werden, sondern dass sie auch eine echte Chance haben, sich hier zu integrieren. Und ich glaube, das kann jeder vielleicht von sich selber auch mal so ein bisschen nachfühlen und nachempfinden. Wenn man in einem fremden Land ist, dann fühlt man sich erst dann zu Hause, wenn man auch das Gefühl hat, irgendwie dabei sein zu können. Und da ist Arbeit der Schlüssel. Organisiert und durchgeführt wurde die Veranstaltung von der Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburg in Kooperation mit dem hauseigenen Welcome Service Center. Mit dem Speed-Dating möchten die Veranstalter zeigen, dass es in Nordwestmecklenburg qualifizierte Fachkräfte gibt, die eine neue Herausforderung suchen.